Hallo, herzlich willkommen zu Lenas Welt. Ich möchte dich einladen, eine Weile in die Ruhe und die Klarheit einzutauchen. Unser Alltag ist ja oft immer so hektisch und wir haben immer so viel zu tun. Ich möchte dir heute eine halbe Stunde Ruhe und Klarheit vermitteln oder geben. Mein Name ist Lena. Ich bin Autorin. Meine drei Bücher haben Tausenden von Lesern geholfen, sich selber wohlzufühlen, sich selber zu verstehen, sich selber zu finden. Mein Lebensstil ist ganz anders, weil ich folge meinem Herzen und nicht meinem rationellen Verstand und auch nicht dem, was die Menschen mir vorschreiben oder tun wollen oder sagen. Und über meinen anderen Lebensstil wurde ein Film gedreht. Und da ich es einfach liebe, zu reden und einfach zu teilen, was ich fühle und was ich sehe, habe ich immer mal Videos aufgenommen und auf YouTube gestellt. Und die YouTube-Videos haben mittlerweile schon über 1 Million Klicks. Also wurden schon über 1 Million Mal angeschaut, was mich sehr freut. Ja, und heute lade ich dich ein in die Ruhe und lade ich dich ein in die Klarheit. Ich bin auch ein Kristallkind und wir Kristallkinder tragen einfach sehr viel Ruhe in uns. Und sehr viel Klarheit. Und durch diese klare Seelenenergie oder durch unsere kristalline Struktur fällt es uns leichter, die Illusionen zu erkennen. Es fällt uns leichter, einfach zu sein. Es fällt uns leichter zu erkennen, was ist Angst, wo folgen wir einem rationellen Muster. Wo ist es wirklich die Liebe oder das Herz, das uns führt? Und wir erkennen so einfach die Dinge mehr. Wir erkennen, dass gewisse Emotionen nur Wolken sind. Wir erkennen, dass gewisse Ängste einfach kommen und wieder gehen, dass die Wut kommt und geht, dass Streit kommt und geht. Und wir erkennen, was die Liebe ist und wie sie ist und wie sie bleibt. Und mit der Klarheit und in der Ruhe findet jeder auch einfach die Antworten, nach denen er sucht. Und um die Klarheit zu kommen, kannst du einfach darum bitten und sagen, ich bitte um Klarheit, ich wünsche mir Klarheit und dann kommt sie. Und um die Ruhe, in die Ruhe zu kommen, hilft es, wenn du einfach in die Natur gehst, in den Wald. Ein See hat sehr viel Ruhe und sehr viel Klarheit. Kannst du dort wieder schöpfen. Und vielleicht hast du keine Ruhe, weil deine Gedanken so viel sagen und umherwirren. Hör ihnen einfach mal zu, hör ihnen mal 10 Minuten zu, was sie dann so plappern. Meistens ist es Käse. Gib ihm eine Weile deine Aufmerksamkeit und erlaub ihm dann auch wieder ruhig zu sein. Und erlaub dir wieder ruhig zu sein und dich zu klären.
Und etwas, wo mir die Klarheit sehr geholfen hat, war das in Beziehungen. Beziehungen hier auf Erden ist ja meistens so entweder Fluch oder Segen. Entweder wir fühlen uns total wohl und die Beziehung ist toll, oder sie stresst uns total und wir finden sie total blöde. Und eine der wichtigsten Beziehungen ist die Beziehung zu der Mutter. Und ich hatte als Kind eine sehr schöne und gute Beziehung zu meiner Mutter, und dann in der Pubertät war sie total schlimm. Wir haben uns nur gezopft, und zwar richtig übel. Weil meine Mutter hat ihre Meinung und ich habe meine Meinung und sie hat ihren Willen und ich habe meinen Willen. Und es hat sich ganz oft einfach nicht gekreuzt, und sie wollte mich in so ein Schema pressen und ich wollte das nicht. Und wir haben so oft gestritten, dass ich dann irgendwann mit 19 gesagt habe, so, jetzt reicht's mir, ich hab's hier, ich ziehe einfach aus und ich gehe einfach. Und bin ausgezogen und habe den Kontakt abgebrochen und wollte nicht mehr und konnte nicht mehr. Das ging gar nicht. Und als ich dann so mit 20, 21 entschieden habe, dass ich selbstständig arbeiten möchte und den Menschen helfen möchte und auch einfach die Erde und das Zusammenleben hier verbessern möchte, war ich einfach ehrlich zu mir und habe gesagt, hey Elena, du kannst nicht Frieden auf dieser Welt erschaffen, wenn du mit der Person, der du am nächsten bist, mit deiner Mutter im Konflikt stehst. Das geht nicht. Zuerst wird dort aufgeräumt. Und es gibt auch viele indische Meister, die das auch sagen, die Beziehung zu den Eltern ist sehr wichtig. Also habe ich mich dran gemacht, hingesetzt, die Engel gefragt, okay, wie kann ich die Beziehung zu meiner Mutter heilen? Wie kann ich wieder schauen, dass es uns besser geht, ohne ständig zu diskutieren und irgendwie was zu machen? Und dann habe ich sehr intensiv an mir gearbeitet und einfach an der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter gearbeitet. Und das ist extrem. Da können 2, 3 Meditationen reichen manchmal schon, manchmal braucht es auch mehr, um die ganze Beziehung total zu verändern. Es ist so einfach, es ist echt so einfach, wir müssen es einfach wirklich tun. Hab dann klar wieder den Kontakt aufgenommen mit meiner Mutter, wir haben viel geredet, viel unternommen, wir sind auch zusammen in die Ferien, haben uns einfach wieder neu kennengelernt, sind uns auf einer neuen Ebene begegnet, halt mehr wie Freundinnen oder wie Schwestern, nicht mehr, sie ist die Mutter, wo alles weiß und ich bin die kleine Tochter. Und ja, sie hatte auch früher, sie wollte nichts von Spiritualität wissen und ich hatte ihr immer schon Tipps gegeben, was ich gesehen habe, was sie braucht, was ihr fehlt oder so, und sie wollte nie nichts davon wissen. Und jetzt, also ich arbeite an unserer Beziehung schon sicher jetzt, sind es vielleicht 8 Jahre, und jetzt, nach diesen 8 Jahren, ist es echt so göttlich. Ich bin so wieder so nahe mit meiner Mutter und wir verstehen uns so gut und können unsere Gemeinsamkeiten schätzen. Und ja, sie fängt jetzt auch an zu meditieren und ist total offen für meine Tipps. Und ja, wenn ich jemandem gesagt habe, der meine Mutter kannte vor 10 Jahren, und ich sage, meine Mutter meditiert, dann denkst du, was? Nein, das kann gar nicht sein. Ich so, doch. Und das ist nur, weil ich mich darum bemüht habe, weil ich gesagt habe, ich schaue die Beziehung an, ich heile all das, was vielleicht schief gelaufen ist, oder all das, was ich dachte, sie sollte das tun, oder all das, was ich dachte, sie hat das falsch gemacht, oder all was ich dachte, so und so und so war es. Konnte ich einfach wie in mir heilen und wir mit der Klarheit klären, einfach klären, wie es wirklich ist, wie die Sache wirklich ist. Und es ist so wichtig, dass du eine gute Beziehung hast zu deiner Mutter.
Deshalb möchte ich allen Menschen das ans Herz legen und sagen, bemühe dich um deine Mutter. Bemühe dich um deine Mutterbeziehung. Weil ich sehe das bei ganz vielen Menschen. Ja, ich sehe die Mutter einmal im Monat, ist immer sehr anstrengend mit ihr. Ja, aber geh dem nach. Weshalb ist es anstrengend? Wie kannst du das verändern? Wie kannst du das wieder eine schöne, liebevolle Beziehung verändern? Weil da ist so viel Liebe zwischen Mutter und Kind, da ist immer so viel Liebe. Das ist ja schade, wenn das immer irgendwie verloren geht. Das ist ja schade. Ja, ich meine, die Mutter, die versucht immer ihr Bestes, aber manchmal gelingt es ihr halt nicht so. Oder das Kind braucht gerade was anderes, als was man dem gibt oder so. Und deshalb möchte ich dich einladen, bemühe dich um deine Mutter oder bemühe dich um diese Beziehung. Lerne deine Mutter neu kennen. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, was du von ihr denkst. Vielleicht hat sie das gar nicht böse gemeint, als sie damals das und das gemacht hat. Vielleicht wollte sie gar nicht dich so und so behandeln, aber du musst es rausfinden, du musst es erforschen, du musst es klären. Du brauchst eine Ruhe und eine Klarheit, damit du das rausfindest. Und etwas weiß ich ganz bestimmt. Deine Mutter liebt dich. Auch wenn du dir vielleicht irgendwann eingeredet hast, dass das nicht so ist. Aber deine Mutter liebt dich ganz bestimmt. Auch wenn sie es vielleicht nicht zeigen kann. Auch wenn ihr keinen Kontakt habt oder auch wenn du sie verletzt hast oder sie dich verletzt hat. Sie liebt dich tief im Inneren, liebt sie dich einfach. Und woher ich das weiß? Erstens, ich spüre es von meiner Mutter, dass sie mich geliebt hat von Anfang an. Und ich weiß auch, dass ich oft dachte, dass sie mich nicht liebt, weil sie mich irgendwie behandelt, wie ich es nicht verstanden habe. Und ich fühle es einfach, dass sie mich immer liebt und dass sie mich immer lieben wird. Auch wenn ich einen Beruf ausübe, den sie nicht versteht oder hinter dem sie nicht stehen kann. Oder auch wenn ich weiß nicht was mit einem Mann zusammen bin, den sie nicht mag oder keine Ahnung was auch immer. Auch wenn sie liebt mich immer und sie liebt, die Mutter liebt immer. Und ein anderer Grund, weshalb ich auch weiß, dass die Mutter immer das Kind liebt, ist, weil ich selber auch gerade Mutter werde. Wie man das vielleicht schön sieht. Und hier auch ein kleiner, also nein, er ist eben nicht klein, auch ein Mensch in mir habe. Und obwohl ich ihn nicht sehe und obwohl ich es nicht sehe und nicht weiß, wie es ist oder nicht weiß, wie es aussieht. Ich liebe es einfach. Ich liebe es so sehr, obwohl ich es noch nie gesehen habe und noch nie gesprochen habe. Ich liebe es einfach. Es geht gar nicht anders. Du kannst als Mutter, kannst du nur dein Baby lieben. Es geht gar nicht anders. Und das sehe ich oft, dass dieses Band zwischen Mutter und Kind einfach zerbrochen ist. Schon vor vielen, vielen Generationen. Das ist so schade. Aber wir können das wieder heilen. Und also wenn du jetzt eine Mutter bist oder Kinder hast oder Kinder kriegst, also schau, bemühe dich auch wirklich um die Beziehung zu deinem Kind. Bemühe dich darum, dass die Verbindung bleibt, damit dein Herz offen bleibt für dein Kind, für dein Baby. Und sei dir auch bewusst, es ist deine Verantwortung, wenn du ein Kind und ein Baby hast, dann bist du zuständig für das Kind. Also bitte, 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 schieb's nicht ab, gib dein Kind nicht ab. Ich finde das so schrecklich, wenn ich Mütter sehe oder auch meine Schulkameraden von der früheren Schulzeit, wie ich sehe, wie sie ihr Kind, das ist ein Jahr alt, so klein, so zerbrechlich, so sensibel und sie geben es den ganzen Tag in die Kinderkrippe oder in eine Kindertagesstätte oder Kind, denke ich so, nein, bitte. Das Kind vertraut nur der Mutter und den Eltern und es kennt nur die, das
kann nicht 5 Tage in der Woche, 8 Stunden einfach ohne Eltern sein, mit Leuten, die sie nicht kennt, mit 20 Kindern, die sie nicht kennt, wo die Betreuung einfach nie das ist, was... Weil die Mutter hat einen Instinkt, wo sie genau weiß, was das Kind braucht, sein eigenes Kind braucht. Das hat eine, auch wenn die Erzieherinnen vielleicht gut ausgebildet sind, die wird nie fühlen, was das Kind braucht, so wie das eine Mutter fühlt. Klar, ich meine, wenn du mal am Nachmittag dein Kind zu deiner Mutter bringst, das ist jetzt nicht so schlimm, aber dass du dein Baby nach 6 Monaten in eine Kinderkrippe gibst oder Fremdbetreuung gibst oder so, das geht einfach nicht. Das Kind braucht die Mutter, es braucht die Nähe von der Mutter, es braucht die Verbindung, es braucht die Wärme, es braucht einfach diesen Halt, diese Sicherheit. Und ich finde es so wichtig, dass wir das den Kindern geben können. Dass wir auch kommunizieren können mit den Kindern. Auch telepathisch zum Beispiel. Also ich unterhalte mich auch jetzt schon immer wieder mit meinem Kind. Und es ist wunderschön, einfach zu hören, was es sagt. Oder ich meine, ich spreche mit Tieren, ich spreche auch mit dem Herzen, ich spreche mit Engeln, das ist Telepathie, das funktioniert alles das Gleiche. So kannst du auch mit Ungeborenen sprechen. Es geht aber auch, wenn deine Kinder 5 sind oder 7 oder 10, kannst du auch telepathisch mit ihnen kommunizieren oder mit dem Herzen der Kinder kommunizieren. Das ist immer sehr schön und kann dir sehr viel Klarheit geben, in welchem Prozess das Kind gerade ist, was es gerade lernt. Du kannst auch fragen, was es von dir braucht, was du ihm als Mutter gerade weitergeben kannst. Wir dürfen die Beziehungsbände, sind vielleicht keine Bände, aber einfach Verbindungen zwischeneinander einfach stärken. Weil so oft gehen wir an den Computer, wir gehen ans Handy, wir befassen uns mit Kleider kaufen, Häuser bauen, Autos fahren, anstatt wirklich mal mit unserem Kind zu sein oder wirklich mal mit unserer Mutter zu sein. Etwas zu spielen, etwas zu basteln, rauszugehen in die Natur, zusammen, gemeinsam. Und dass wir uns einfach auch genießen, weil vielleicht findest du deine Mutter blöd oder vielleicht nervt sie dich oder vielleicht bemuttert sie dich zu sehr. Aber sag ihr doch, was du möchtest oder was du brauchst oder was dir nicht gefällt. Und versuch diese Beziehung wieder zu heilen. Und es war dann auch so, dass es kamen viele Menschen auf mich zu und haben gesagt, Lena, ich möchte so gerne Frieden auf der Erde. Ich möchte so gerne, dass es aufhört mit den Kriegen und mit dem und das. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Meine Antwort war dann, ich habe dann dafür extra einen Vortrag gemacht. Das findet man dann auch auf meiner Homepage, lena.ch. Ich glaube, der hieß, was ist los auf der Erde, wo ich dann das genau erkläre, was jeder Mensch tun kann. Und es ist wie immer, es ist so einfach, was du tun kannst. Du kannst deine Beziehungen heilen. Bringe Frieden in deine Beziehungen. Bringe Frieden in die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter. Bringe Frieden in die Beziehung zwischen dir und deinen Kindern. Weil du denkst vielleicht, ja, ja, das ist ja Frieden und wir verstehen uns ja gut und so. Aber innerlich kocht es irgendwie, innerlich ist da noch etwas ungesagt. Irgendwo ist da noch etwas, wo du noch nicht verziehen hast, etwas, wo noch nicht im Frieden ist. Und daraufhin habe ich dann auch eine Meditation entwickelt. Das ist die Klärungsmeditation.
aus. Die hilft dann, die Beziehungen zu klären, weil oftmals weiß man ja nicht genau, was läuft oder wie es läuft oder wo oder weshalb. Und wo ich dann schrittweise einfach da hineinführe. Einfach die Beziehung, sie braucht nur Klarheit. Du musst nicht zu deiner Mutter gehen und sie um Verzeihung bitten und du musst nicht mit ihr diskutieren oder keine Ahnung, du musst jetzt auch nicht unbedingt eine Woche mit ihr in die Ferien gehen. Aber es hilft, es einfach mal in eine Meditation anzuschauen, in eine Meditation zu klären und mal die Klarheit hineinfließen zu lassen und schauen, was ist es überhaupt für ein Konflikt? Weshalb streiten wir uns überhaupt? Und dann plötzlich merkst du, ja, das ist ja gar nicht wahr. Wir streiten uns um etwas, was eigentlich nur ein Missverständnis ist. Was sie anders dachte oder was ich anders dachte. Und in der Meditation ist der andere Teil ist dann auch die Emotionen zu klären, weil das habe ich schon oft gesagt, dass wir tun oft einfach unsere Emotionen unterdrücken. Das ist halt so, wir wurden so erzogen, es wurde uns beigebracht. Aber das blockiert auch einfach die Beziehungen. Also wenn du vielleicht, keine Ahnung, mit 10 oder mit 16 mal sauer warst auf deine Mutter und diese Wut ist immer noch irgendwo da, dann blockiert sie die Beziehung zu ihr, dann blockiert sie der Liebesschluss zwischen euch. Deshalb ist es so wichtig, diese Emotionen immer wieder zu klären und wieder zu lüften, damit diese Liebe wieder fließen kann und die Freude fließen kann und die Beziehung man echt auch genießen kann. Und deshalb im zweiten Teil der Meditation geht es nochmal darum, einfach die Emotionen zu fühlen, zu schauen, welche Emotionen habe ich und sie dann auch zu transformieren, zu sagen, so, jetzt reicht's. Jetzt habe ich diese Wut, trage ich schon seit 10 Jahren mit mir rum. Das brauche ich jetzt nicht noch mehr, mich blockieren lassen davon. Und Menschen, die Meditation gemacht haben, haben mir das Feedback gegeben, dass sie echt mehr Frieden erlebt haben als eine Frau. Die hat mir geschrieben, dass sie eben mit ihrer Mutter kaum Kontakt hat, dass sie, ich glaube, seit 2 Jahren gar keinen Kontakt mehr hat, sich nicht mehr gemeldet haben, beide nicht und einfach keine gute Beziehung ist. Dann hat sie die Meditation gemacht. Ich glaube, sie hat sie 2 oder 3 Mal die Meditation gemacht. Und dann schreibt sie mir und sagt so, nach einer Woche hat meine Mutter angerufen. Du glaubst es gar nicht. Seit 2 Jahren hat sie nicht angerufen. Nachher ruft sie an. Und sie haben über 1 Stunde telefoniert. Normalerweise telefonieren sie 10 Minuten, weil sie sowieso irgendwie sauer sind gegenseitig aufeinander. Und sie hat mir gesagt, es war plötzlich einfach anders. Sie konnte sich wie mehr öffnen für die Mutter und hat sie plötzlich mit anderen Augen gesehen. Und einfach nachdem sie eine Meditation 3-mal macht, also es ist eigentlich total simpel, oder? Und andere haben mir erzählt, dass für sie die Meditation am Anfang ein bisschen mühsam war, halt einfach nochmal diese Emotion zu fühlen, dass es ein bisschen unangenehm ist. Aber dass wenn man das dann wirklich durchgeht und das auflöst, dass sie sich danach viel freier und besser fühlen. Und das war auch so, als wir die Meditation aufgenommen haben. Also mein Assistent ist wirklich die ruhende Person und sehr ausgeglichen. Aber während der Aufnahme ist es so, kam er so ins Zeug und war so ungeduldig und nervös. Und ich dachte schon so, was ist denn los? Und dann hat mir die geistige Welt eben gesagt, ja, die Meditation fängt einfach auch schon an zu wirken bei ihm. Und ich so, okay, cool. Schön, ja. Die Meditation kann man bestellen bei mir im Shop, auch auf lena.ch. Die gibt es hier einmal als CD oder als MP3, so wie das einem dann besser läuft oder besser gefällt. Ich wünsche dir Klarheit und ich wünsche dir Ruhe. Wenn du die Ruhe hast und die Klarheit kommt, dann lösen sich Dinge, dann lösen sich Probleme, die vorher da waren, lösen sich einfach auf.
Dann können Konflikte, Streitereien, die vorher wichtig waren, einfach sich in Luft auflösen. Und je mehr Ruhe du hast und Klarheit hast, umso besser kannst du auch dein Herz hören. Was auch sehr viel Ruhe gibt, ist ein Bad, Wasser, ein heißes Bad mit Kerzen. Danke dir, dass du heute dabei warst. Die nächste Sendung ist am nächsten, immer am ersten Donnerstag im Monat. Läuft auf dem Satellitenfernseher Astra TV Schweiz 5. Alle Infos gibt's auf lena.ch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Ruhe und ganz viel Klarheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.